Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und das hier ist mein YouTube-Channel. Heute hier ein bisschen anders, wir sind noch nicht ganz sicher, wie wir das da erklären. Die Zeiten sind nicht leicht für euch alle und wir wissen das. Und ich hoffe einfach, ich kann euch mit den Folgen hier auch ein bisschen ablenken. Ich meine, ja, wir kommen da schon durch. Mir hilft es auf jeden Fall, weiter das hier zu machen, weil ich dabei ja irgendwie immer an die härteste Zeit meines Lebens erinnert werde. Das gibt mir Kraft. Denn der Mist damals, den habe ich ja schon überlebt. Und nicht nur das, ich kam besser und stärker zurück. Und glaub mir, wir schaffen es hier durch. Zusammen haben wir übrigens auch schon einiges überstanden. Von der Auslieferung aus den Niederlanden, dem Transport durch Deutschland, von Ratten und Junkies und Freunden haben wir alles Mögliche getroffen. Und heute reden wir von einer Begegnung, aus der ich sehr, sehr viel gelernt habe. Auch wenn es noch Jahre dauern sollte, bis ich das Gelernte dann auch irgendwie umsetzen konnte. Und deswegen lasst uns diesmal wirklich gleich anfangen. Wirklich. Wirklich mit Ü. Leute machen schon einen Timer, wann ich anfange, nachdem ich gesagt habe, lasst uns anfangen. Ey, ich musste so lachen, als ich das gesehen habe und gesehen habe, dass es letztes Mal 15 Minuten angeblich waren. Aber ein bisschen wundere ich mich auch. Will man wirklich nur einfach die Story A, B, C, D einfach als Storyline hören? Ich selber mag das nicht. Ich mochte Dragon Ball. Die haben es wirklich übertrieben. So, wenn man überlegt, ein Genki-Dama hat mal schnell 3 Folgen gedauert. Mir persönlich geht es nicht immer nur darum, direkt ans Ziel zu kommen. Und Leute, wenn euch nur das Ende einer Reise interessiert, dann müsst ihr ein Flugzeug nehmen. Abflug, Ankunft. Hier auf dem Channel geht es um die Reise. Es geht um hunderte von kleinen Erlebnissen. Wir werden langsam gehen, aber dafür werden wir alle Sehenswürdigkeiten sehen, die auf dem Weg liegen. Wir werden unterwegs die Sprache lernen und mit den Einheimischen reden. Wir werden neue Freunde finden, weiterziehen und diese dann vermissen. Und damit beginnen wir auch heute, mit neuen Bekannten. Ihr erinnert euch, in der letzten Folge habt ihr Red kennengelernt, der mir ein Freund und Vorbild wurde. Und zusammen besuchten wir einen Mann namens Eduard Ebler in dessen Zelle. Eddie war alt. 68 Jahre alt, um genau zu sein. Und obwohl vor mir ein alter, offensichtlich schwer kranker Mann saß, er war spindeldürr und die Haut spannte sich wie Pergament, trocken und gelblich über sein Raubvogelgesicht. Er war Kettenraucher und seine Stimme nur noch ein Flüstern. Und doch wusste ich, hier saß mir einer der gefährlichsten Männer Deutschlands gegenüber. Sein Körper war gebrochen, aber seine Augen zeigten, wer er einmal gewesen war. Sie waren von einem dunklen Braun, fast schwarz, und sie hatten etwas Gnadenloses. Es ist immer schwer zu sagen, ob man jemandem ansehen kann, was er ist. An der Stelle fällt mir ein, habe ich auch eine lustige Geschichte dazu. Als ich ungefähr 8 Jahre lang saß, kam meine damalige Freundin, und die nennen wir ab jetzt Justine. Die wird aber jetzt immer so heißen, viel Spaß mit dem Namen. Die kam zum Besuch nach Straubing. Und im Besuchsraum saß auch damals ein kleiner, dünner Mann und sein Spitzname war Leberschorsch. Ich zeigte ihn Justine und sagte so, ja, hey Baby, weißt du, was er gemacht hat? Nein. Was denn? Der hat seinen Partner getötet und ein Stück seiner Leber gegessen. Deswegen heißt er Leberschorsch. Nein, hör auf, hat er nicht getan. In dem Besuchsraum, in dem ich dann am Schluss schon war, die letzten 1,5, 2 Jahre, das war die sogenannte Cafeteria. Da hatten die Leute einzelne Tische und jeder saß so an seinem Tisch, immer bis zu 3 Leute. Und die anderen Tische konnte man aber sehen und auch hören. Und wir saßen so an dem Tisch und ab dann hat sie sich gar nicht mehr richtig konzentrieren können auf den Besuch, sondern sie hat immer so rübergeschaut. So. Und ich so, krass, ne? Das ist ein echter Kannibale. Und sie so, weißt du was? Das sieht man. Und ich so, wie, das sieht man? Und so, woran siehst du das? Und sie so, seine Lippen, die sind ganz schmal, das sehe ich, an den Lippen sehe ich's. Und ich so, ah, okay, krass, wo an den Lippen? Ja, tut mir leid, dass ich dich jetzt voll verarscht habe, weil der ist überhaupt kein Kannibale, Mann. Das ist der Leberschorsch, der ist halt, keine Ahnung, warum der so heißt, aber der ist hier für Steuerbetrug. Der hat nur Steuern hinterzogen, der ist ein Finanzverbrecher. Und die so, oh, hör auf, nee, oder?
ja, hm, okay, naja, kann man sich ja mal täuschen. Und dann wieder 10 Minuten später, ich so, Baby, hast du echt gedacht, ich hab dich verarscht? Das ist der Leberschorsch, Mann, der ist ein Kannibale, der hat seinen Freund aufgegessen und so. Und so, oh, ich wusste es, das sieht man. Also worauf ich hinaus will mit dieser Geschichte, so, oft die Informationen, die wir zu etwas haben, prägen dann, wie wir ein Bild sehen. Und wenn wir natürlich hören, das ist ein Kannibale, dann sehen wir solche Dinge wie schmale Lippen. Den meisten Menschen fällt es sehr, sehr schwer, andere einzuschätzen. Und ich glaube, man sieht meistens das, was man eben sehen will. Ich versuche immer, das Gesamtbild mit den Details, die mir auffallen, zu verbinden. Jetzt müsst ihr das nur noch von eurer vorgefertigten Meinung trennen. Man kann das Ganze übrigens gut beim Bahnfahren üben. Ich versuche schon auf dem Gleis zu erraten, ob jemand erster Klasse fährt, ob jemand im Zug am Laptop arbeiten wird oder ob er oft am Handy spielen wird, wo jemand aussteigt und was der Grund der Reise ist. Manchmal frage ich dann sogar, wenn irgendwelche Sachen gar nicht zusammenpassen, frage ich. Ist es weird? Also man kann sich ja viele Gedanken machen, aber man muss sich selbst bewusst sein, dass man sich nie sicher sein kann, wie dieser Mensch ist. Genau. Vor allem nicht, wenn ihr hört, das ist ein Kannibale und genau. Und dann sagt ihr, das liegt an seinen Lippen. Also, bei Eduard Ebler musste man kein Sherlock Holmes sein, um zu wissen, dass er gefährlich war. 42 Jahre hatte dieser Mann im Gefängnis gesessen. Ich glaube, es macht Sinn, wenn ich euch erstmal ein paar Fakten über den guten alten Eddie erzähle. Dann erzähle ich euch, was man ihm diesmal vorwarf. Und dann erzähle ich euch, was er dazu gesagt hat. Also, die Fakten sind, dass Eddie erst kurz zuvor aus der Sicherungsverwahrung entlassen worden war. Die Sicherungsverwahrung ist eine Maßnahme zur Sicherung und Besserung. Sie kommt ans Ende der regulären Strafe und ist theoretisch zeitlich unbegrenzt. Ich werde ein extra Video machen, wo ich die SV gesondert erkläre, weil das ist ein Riesenblock. Bei mir wurde übrigens sogar geprüft, ob ich in die Sicherungsverwahrung gehöre. Und das Sicherungsverwahrungsgutachten ist eins der wenigen Dinge, die ich von damals noch aufgehoben habe. Und das werde ich euch in dem SV-Erklärvideo zeigen. Für jetzt reicht kurz, wenn ihr euch vorstellt, die Sicherungsverwahrung kommt immer am Ende der normalen Strafe. Ihr bekommt 10 Jahre plus Sicherungsverwahrung. Heißt, ihr werdet 10 Jahre im Gefängnis sitzen und danach in die Sicherungsverwahrung gehen. Das reicht für heute. Außerdem müssen wir wissen, dass Eddie jahrelang da drin saß. Warum? Eddie wollte 1985 in eine Bäckereigenossenschaft einbrechen, in Straubing. Er vermutete, dass es dort bis zu 6-stellige Beträge zu holen gäbe, Schwarzgeld und alles. Doch jemand gab der Polizei einen Tipp. Polizisten näherten sich und Eddie eröffnete das Feuer. Ich kannte die Geschichte so, dass er die Cops noch gewarnt hatte, doch die wollten nicht hören, also schoss er. Er traf einen Polizisten, der ging zu Boden und Eddie floh. Er kam davon, doch man wusste bereits, wer er war. Zu Hause wurde er natürlich nervös. Ihr müsst euch vorstellen, damals, also erstens hat er einen Polizisten angeschossen und hat keine Ahnung, ob der noch lebt oder ob man bereits weiß, wer er ist. Es gab damals kein Internet, keine Smartphones. Man musste eigentlich Radio hören, um solche Nachrichten dann zu bekommen. Da warteten dann immer alle auf die halbe oder auf die volle Stunde, um zu hören, was los war. Polizist angeschossen oder Polizist getötet. Außerdem hörten die Gangster damals natürlich alle den Polizeifunk ab. Es war lange, bevor man auf digitale Kommunikation umstieg. Eddie fiel sofort auf, dass alle Frequenzen geändert wurden. Das ließ darauf schließen, dass man wusste, dass der Täter sonst mithören würde. Anstatt nun zu fliehen, verbarrikadierte er sich in seiner Wohnung und tatsächlich umstellte man bereits sein Haus. Als ich ihn fragte, woher die Cops eigentlich wussten, wer er war, meinte er, eine Drecksau hat mich verraten. Ich fragte nicht weiter. Vor mir saß ein fast 70-jähriger Opa, der auf einen Polizisten geschossen hatte, als ich gerade mal 2 Jahre alt war. Ihr wisst, glaube ich, alle, dass ich heute eine andere Einstellung habe. Aber damals war das für mich eine Riesensache. Ich versuche kurz zu erklären, warum ich das so faszinierend fand. Ich kenne eine Menge Gangster, aber ich habe in meinem ganzen Leben trotzdem nur eine Handvoll Männer kennengelernt, die auf einen Polizisten geschossen haben. In der kriminellen Welt ist das
die Endstufe an Krassheit. Jeder weiß, dass wenn man auf einen Kopf schießt, man höchstwahrscheinlich keine ruhige Minute mehr haben wird. Sie werden einen jagen und finden und sie werden einen zur Rechenschaft ziehen. Damit kommt ihr nicht durch. Nochmal, die Polizei ist die mächtigste Gang Deutschlands. Und ich meine es nicht irgendwie symbolisch, sondern wortwörtlich. Vielleicht, und es tut mir leid, aber vielleicht gefällt es nicht allen Polizisten, wenn ich sie als Gang bezeichne. Aber ich meine das nicht böse. Ihr habt Farben, Ränge, Rituale, ihr seid trainiert, handelt nach einem Kodex und ihr tragt Waffen. Viele Gangs wurden gegründet, um die Community zu beschützen. Und ihr seid eine davon. Das ist nichts Schlechtes. Ich selbst leite ja auch schon wieder eine Gang. Grüße gehen raus an die Pollux Gang. Und zwar eine prosoziale Gang. Der Begriff Gang ist nicht gleich böse. Ich weiß, hier schauen recht viele Cops zu, also bitte versteht es nicht falsch. Wenn also jemand auf einen Polizisten schießt, ist sein Leben, wie er es kannte, auf jeden Fall vorbei. Und ich glaube, die Hemmschwelle ist genau deshalb so hoch. Und Eddie hatte damals eine Grenze überschritten. Die Cops hatten seine Wohnung umstellt. Und er rechnete seine Chancen aus, um mit dem Leben davonzukommen. Er drohte, alle umzubringen, behauptete, er hätte eine Menge Sprengstoff und er forderte 1 Million Mark und einen Hubschrauber. Da er aber nicht über Geiseln verfügte, hatte er nicht wirklich Druck hinter diesen Forderungen. Nichtsdestotrotz hielt er die Stellung für 15 Stunden. Dann gab er auf. Er konnte jetzt froh sein, wenn man ihn nicht töten würde. Ich glaube, er wusste das auch. Und als schließlich das Nürnberger SEK die Wohnung stürmte, standen die Chancen 50-50. Die Cops machten an diesem Tag ihren Job, Respekt, und brachten ihn nicht um, sondern nahmen ihn fest. 1985. Ich frage mich, wie lange es das Nürnberger SEK da schon gab. Das kann doch nicht so lange gewesen sein, oder? Wenn es jemand weiß, schreibt mir bitte. Interessiert mich persönlich. Was kam als nächstes? Er kommt in den Knast. Kannte ich ja schon, meinte Eddie. Ich dachte, sie würden ihm lebenslänglich geben. Aber damals war es alles noch nicht so. Also wurde er für versuchten Polizistenmord zu 9 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Besser als lebenslänglich und Sicherungsverwahrung, aber trotzdem ein ganz schönes Brett. Realistisch gesehen würde er auf jeden Fall mindestens 20, eher 25 Jahre absitzen müssen. Es ging für ihn also wieder mal nach Straubing. Und jetzt stellt euch vor, Pollux, damals 22 Jahre mittlerweile, ehrfürchtig lausche ich seinen Geschichten. Ich würde dorthin gehen, nach Straubing. Und er hatte so viel dort erlebt. Ebler gehörte damals zu den Gefangenen, die Straubing dominierten. Und irgendwie fühlt es sich im Kopf an, als wären es andere Männer gewesen, die Gangster von damals, als die Gangster von heute. Und ich will es jetzt gar nicht verherrlichen und wahrscheinlich liege ich mit einer romantischen Vorstellung falsch, sicher sogar. Wahrscheinlich kam es mir nur so vor, als wären die anders gewesen, weil ich die Geschichten nur kenne. Innerhalb der Anstalt gab es aber auf jeden Fall einen anderen Zusammenhalt als heute. Heute verraten sie sich schon dafür, dass man ihren Fernseher nicht wegnimmt. Überhaupt sagen viele, die veränderten Zustände in Haft hätten mit der Einführung der TV-Geräte begonnen. Ja? Ab dann wurden die Gehirne der Häftlinge durch das Fernsehprogramm ruhig gestellt. Davor war man mit seinen eigenen Gedanken allein. Und wenn man zuvor ein Berufsverbrecher gewesen war, wie sollte man jetzt plötzlich da sitzen und so an die positiven Dinge denken? Alles, was die Leute damals hatten, kam aus ihnen selbst. Beziehungsweise mal aus Büchern oder so. Aber die Leute, die heute den ganzen Tag da sitzen und RTL 2 gucken, die haben damals bestimmt auch nicht Erich Fromms Werke gelesen. Also kommt alles, was in ihnen sich bewegt hat, alles, was sie gefühlt haben, alles, was sie nach außen transportiert hatten, kam von innen. Das heißt, all der Hass und die Wut, den die Häftlinge früher hatten, ist heute begraben unter der Big Bang Theory und dem King of Queens. Für die Anstalten und die, die sie leiten, gibt es nichts Besseres. Ein gutes Beispiel, zu was
die Gefangenen in Straubing fähig sind, wenn man sie mit ihren Gedanken allein lässt, ist Folgendes. 1990 kam es zu einer Gefangenenmeuterei. Die Häftlinge weigerten sich, ihre Zelle zu betreten. Und sie kletterten teilweise aufs Dach, wo sie ewig ausharrten. Das Ganze wurde zu einem Politikum und ich mache da eine komplett eigene Folge dazu. Eddie war damals dabei. Er gehörte nicht zu den Drahtziehern, aber er kämpfte mit den anderen. Mein Respekt vor diesem Mann wuchs mit jeder Story, die ich aus seiner Vergangenheit hörte. 22, solche Ohren. Einige Dinge erfuhr ich bei unserem ersten Besuch in seiner Zelle, die anderen kamen nach und nach. Nach der Meuterei waren einige der Redelsführer in andere Anstalten verlegt worden, unter anderem Hubi, mein Freund. Das hatten die aber auch so gewollt. Doch Eddie behielt man in Straubing. Man weiß dort sehr genau, dass die meisten Leute weg wollen. Und da er in derselben Stadt auf einen Polizisten geschossen hatte, würde man ihn nirgendwo hingehen lassen. Und als er das dann schließlich realisierte, fasste er einen neuen Plan. In einem unbeobachteten Moment stahl er einen Gabelstapler und schaffte es damit an die Mauer und drüber zu fahren. Eddie entkam aus Straubing. Das war 1992. Ich war damals 9 Jahre alt. Ich konnte es nicht fassen. Und Flashbacks zu meinem eigenen Ausbruchsversuch kommen mir in den Kopf, wenn ich nur über die Geschichte nachdenke. Und damals war es ja noch viel frischer alles. Dieser alte Mann vor mir war genau das, was ich werden wollte. Er war der Hammer. Er war ein echter Gangster. 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 Damals sah ich nicht, dass er gerade eben im selben Gefängnis sitzt wie ich. In meinem Kopf sah ich ihn auf der Straße mit Goldketten und einer Knarre. In den Zeitungen schrieb man Schwerstkrimineller auf der Flucht. Nicht Schwerkrimineller, nein Schwerstkrimineller, ein verdammter Boss. Er blieb monatelang auf der Flucht. Und als man ihn schließlich schnappte, trug er teure Kleidung, hatte Schmuck für mehrere tausend Mark an, eine Knarre dabei. Es wurde nie geklärt, wo all die Sachen herkamen. Nun ließ man ihn nicht mehr gehen. Er saß nun 22 Jahre am Stück. Erst wieder im Knast, dann in der Sicherungsverwahrung. Was habt ihr denn gedacht? Er schießt einen Polizisten an und kommt nach ein paar Jahren raus? Die haben ihn insgesamt 30 Jahre dafür behalten. Die Sicherungsverwahrung war damals und auch noch die ersten Jahre zu meiner Zeit übrigens im gleichen Haus wie die Strafhaft in Straubing. Das eigene Haus der Sicherungsverwahrung kam erst viel später. Da war ich schon, das war kurz vor meinem Ende, so 3 Jahre ungefähr bevor ich aus Straubing wegkam, glaube ich, kam erst das Sicherungsverwahrungshaus. Davor saßen die bei uns im Haus, im 4. Stock, sowohl im Haus 2 als auch im Haus 1. Die hatten also kein besseres Leben als die anderen Gefangenen. Zurück zu Eddie. Er wurde damals auch nur entlassen, weil sein Gesundheitszustand immer schlechter wurde. Er konnte kaum noch gehen und näherte sich der Haftunfähigkeit. Das heißt, jemand ist so alt oder krank, dass man es nicht mehr verantworten kann, ihn weiter hinter Gittern zu behalten. Die Gutachter entschieden, Eduard Ebler in die Freiheit zu entlassen. Zu krass, Mann. Und wann bist du dann entlassen worden? Fragte der 22-jährige Polluxin. Na, vor 3 Monaten erst. Mein Gesicht fiel mir runter. Dieser Mann hatte gerade 31 Jahre im Gefängnis gesessen und war dann 3 Monate entlassen, bevor er wieder saß. Er war der Erste, bei dem ich sowas jemals gesehen hatte. Aber er sollte nicht der Letzte bleiben. Ich schluckte. Aber ich wollte mir natürlich nichts anmerken lassen. Und was ist das jetzt für eine Nummer? Fragte Red. Die sagen, die Raupe und ich hätten ein Juwelier überfallen. Aber Red, guck doch mal, in was für einer Verfassung ich bin. Ich kann ja nicht mal mehr richtig aufs Klo gehen. Und die Raupe, Mensch, der ist doch auch schon so alt wie ich. Red schwieg und nippte an seinem Kaffee. Die Raupe war Eddies angeblicher Komplize und ebenfalls ein alter Straubinger. Er war zum angeblichen Tatzeitpunkt auch schon 66 oder 67 und hatte ebenso wie Ebler über 30 Jahre Knast hinter sich. Die beiden waren ein Albtraum. Die nächsten Wochen und Monate besuchte ich Eddie immer wieder in der Zelle.
Wir hatten dort nicht so viel Umschluss und meistens ging ich zum Trainieren. Am Anfang mit Red und als der sich später verletzte, trainierte ich mit jemand anderem. Darauf kommen wir noch. Trotzdem springe ich jetzt ein bisschen in der Zeit hin und her, weil ich euch heute gern die ganze Geschichte erzählen würde. Das heißt, wir springen jetzt ein paar Monate zurück, sogar ein paar Jahre und kommen mal wieder. Es kam also vor, dass ich auch mal ein Stündchen alleine mit Eddie verbrachte. Wie gesagt, er war damals für mich eine Art Vorbild. Ich hatte Respekt vor seinem Alter und vor dem, was er alles erlebt und getan hatte. Und er mochte mich, weil er in mir einen loyalen Jungen sah. Er sah wahrscheinlich sich selbst in Jung. Außerdem versorgte ich ihn mit Tabak, den ich mir aus verschiedenen kleinen und mittelgroßen Geschäften verdiente. Der Mann sollte nichts mehr hasseln. Ich gab ihm was ab, nicht weil ich Angst vor ihm hatte, auch nicht weil er mich gefragt hätte, auch nicht weil ich mir irgendwas davon versprach, sondern weil er so alt war und so viel gekämpft hatte in seinem Leben und ich nicht wollte, dass er selber etwas dafür tun musste. Ich wollte ihm helfen. Auch im Nachhinein weiß ich noch ganz genau, was ich dabei empfunden habe. Auch wenn es jetzt schwer zu erklären ist. Denn jetzt, ihr Lieben, kommen wir zu dem, was ihm vorgeworfen wurde. Im Sommer 2006 wird ein Juwelier in Amberg überfallen. Beute im Wert von über 100.000 Euro verschwindet. Darunter 40 wertvolle Damen- und Herrenarmbanduhren, 15 goldene Uhrketten, rund 80 Damen- und Herrenringe, zum Teil mit eingearbeiteten Edelsteinen. Außerdem in etwa 60 Goldketten sowie knapp 100 Armbänder. Das ist, was die Polizei weiß. Ich habe gehört, dass ein ebenfalls nicht unerheblicher Geldbetrag verschwunden ist, von dem keiner weiß. Und jeder, der Schmuckhändler oder überhaupt Leute, die im An- und Verkaufsgeschäft sind, kennt, weiß, dass dort immer auch Bargeld ist. Und dieses Geld ist oft, ich will jetzt nicht Schwarzgeld sagen, aber es ist Bargeld. Lassen wir es einfach dabei. Bis hierher sind viele meiner jugendlichen Klienten jetzt noch so, boom, nice Ding, sechsstelligen Schmuck, und wahrscheinlich nochmal sechsstelligen Cash. Bam, was will man mehr? Bombe. Sogar der ein oder andere Zuschauer, der nicht zu meinen Klienten gehört, denkt sich jetzt, wow, bei dieser Summe. Jetzt kommen wir aber zu etwas, das hier hoffentlich keiner mehr feiert. Die Besitzerin des Geschäfts war zum Zeitpunkt des Überfalls 93 Jahre alt gewesen. Die Täter hatten den Laden gestürmt und sogar die darüber liegenden Wohnräume durchsucht. Man nimmt an, dass sie geraume Zeit dort zugebracht haben und alles gründlich durchsucht hätten. Na, wer kriegt jetzt schon ein komisches Gefühl? Eine Frau, eine alte Frau in Schach halten, um an ihr Geld zu kommen? Fühlt sich schon nicht mehr so gut an, oder? Und Leute, es wird nicht besser. Die Täter schlugen der 93-jährigen Frau nämlich den Schädel ein. Mit einem stumpfen Gegenstand, vermutlich einer Schusswaffe, wurde also auf den Kopf einer uralten Frau eingeschlagen. Sie überlebte nicht und starb mit einem Schädelbruch in ihrem Laden hinter der Theke. Wie gut klingen 100.000 jetzt? Das Schlimme ist, obwohl ich selbst nicht so ein Täter war, ich habe sowas nie getan, war die Beute so hoch, dass ich die Täter damals nicht verurteilte. Im Gegenteil, ich konnte es verstehen. Ich weiß noch, dass ich im Gespräch mit anderen immer sagte, ach, man muss doch die alte Frau nicht schlagen. Die hätte man bestimmt auch anders dazu bekommen, still zu sein. Ach, wenn die Frau nicht umgebracht hätten, dann wäre es eigentlich ein gutes Ding gewesen. Ich werde manchmal gefragt, ob ich mich schäme für die Vergangenheit. Und normalerweise sage ich nein, das tue ich nicht. Weil ich es normalerweise auch nicht fühle. Als ich jetzt aber diese Folge geschrieben habe, wurde mir schlecht. Ich fand die Tat damals in Ordnung. Bis auf den Mord. Es ging mir nur darum, dass man die Frau nicht hätte töten müssen. Mehr habe ich dazu nicht gefühlt. Und dafür schäme ich mich jetzt. Ich war so leer und dumm und verblendet, dass ich den Überfall auf eine 93-jährige Frau gerechtfertigt habe, wenn man dabei über 100.000 verdienen kann. Das ist schrecklich. Und ich hoffe so sehr, dass ich vielleicht Leute, die
dort stehen, wo ich damals stand, jetzt abholen kann, um ihnen zu sagen, dass Geld nicht alles ist. Wisst ihr, was so ein Mord bedeutet? Es bedeutet, dass egal wie diese Frau ihr Leben gelebt hat, sich ihr Ende in das Gehirn und die Seelen ihrer Liebsten gebrannt hat. Wie soll ihr Sohn an sie denken, ohne an diesen letzten Moment zu denken? Stellt euch vor, ihr bekommt so einen Anruf. Eure 90-jährige Mutter oder Oma wurde totgeschlagen. Ich kann nicht, Mann. Leute, kein Geld der Welt ist es wert. Eddie und sein Partner Malte, genannt die Raupe, warf man vor, die Täter zu sein. Eddie wurde wenige Tage nach der Tat am Flughafen verhaftet. Er war auf dem Weg nach Griechenland gewesen und hatte knapp 15.000 Euro in Bargeld dabei. Dessen Ursprung blieb ungeklärt. Malte wurde erst Wochen später von einem SEK in Berlin festgenommen. Er war untergetaucht gewesen. Aber die speziell eingerichtete Soko Uhr, so hieß die Sonderkommission, Uhr, hatte einen sehr langen Arm. Das Spezialeinsatzkommando fand eine scharfe Waffe bei ihm. Es war jedoch nicht die Waffe, mit der man die Juweliere umgebracht hatte. Jetzt saßen die zwei also in U-Haft. Sie beide kannten sich aus ihrer Zeit in Straubing. Sie beide waren kurz zuvor aus der Sicherungsverwahrung entlassen worden. Der eine 3 Monate, der andere 7 Monate vorher. "Ich war's nicht", sagte mir Eddie jedes Mal, wenn das Gespräch auf seinen Fall kam. Er erklärte mir, dass er das Geld von seiner Tochter bekommen hatte, dass der Urlaub in Griechenland schon lange geplant gewesen war. "Stell dir vor, ich bin doch kein Idiot. Wenn ich die Frau umgebracht hätte, würde ich doch nicht mit einem Linienflug in den Urlaub nach Griechenland fliegen. Da steige ich doch in kein Flugzeug mehr." Ich wusste nicht, ob ich ihm glaubte. Das ist oft so, wenn ich mit Mördern spreche, die ihre Tat bestreiten. Es gibt so Aussagen, die mich persönlich stören und die mich zum Nachdenken bringen. Was er da sagt, ist zum Beispiel kein richtiges Argument. "Digga, du dachtest halt, das klappt schon. Wenn ich den Flug überstehe, dann bin ich ein paar tausend Kilometer weg und von da an geht's weiter. Wer weiß, ob du jemals in diesem Urlaubshotel eingecheckt hättest." Das Gericht glaubt solche Sachen auch nie, denn würde ein normaler Mensch in so einer Situation in einen Familienflieger nach Griechenland steigen? Nein. Aber würde ein normaler Mensch eine alte Frau umbringen, um an ihren Goldschatz zu kommen? Nein. Also ist es für dich kein Argument. Schwerer wog das schon Folgendes. Der Täter hatte mehrfach mit enormer Brutalität zugeschlagen. Und ich konnte Eddie vor mir sitzen sehen. Und er sah nicht gut aus. "Guck, Junge, ich kann den Arm kaum mehr heben. Ich krieg keine Luft mehr. Der Krebs bringt mich um. Wie soll ich jemanden erschlagen?" Das war eine gute Frage. Denn auch wenn er sich jetzt schwächer zeigte, als er war, traute ich ihm zu, er war nur ein Schatten seiner selbst. Gebrochen, vielleicht 48 Kilo? Er war am Ende. Man hatte ihn ja schließlich 3 Monate vorher erst entlassen, weil er schwerst krank war. Und man hätte ihn nicht entlassen, wenn er noch fit gewesen wäre. "Ich bin unschuldig", sagte er und zog schwach an seiner Kippe. Was ich damals nicht einschätzen konnte, war natürlich Malte, genannt die Raupe. Irgendwann erzählte mir Red im Hof, dass Malte ein Karate-Champion und in ganz Süddeutschland bekannter Fighter gewesen ist. Er war in Rotlichtkreisen bekannt und wäre auch jetzt mit 70 noch locker imstande gewesen, jemanden zu töten. Die Raupe selbst lernte ich erst 5 Jahre später kennen. Wir waren für knapp 2 Jahre Zellennachbarn. Er war damals schon 75 und immer noch fit und stark. Außerdem malte er unglaublich kitschige, aber doch schöne Bilder. Sowas wie ein lilafarbener Pegasus am Strand oder eine Pyramide mit einem Medusa-Kopf darüber. Auch Raupe mochte mich übrigens sehr. Als wir uns kennenlernten, war er schon ein bisschen wunderlich.
und wir verbrachten wenig Zeit miteinander, aber wir mochten uns. Während der nächsten Monate kamen immer mehr Einzelheiten ans Licht. Eddie hatte schon vor der Tat wieder angefangen, Schmuck in Pfandleihhäusern zu verkaufen. Woher er den hatte, wurde nie geklärt. Seiner Tochter, die kurz vor dem Überfall geheiratet hatte, hatte er Schmuck im Wert von 5.000 Euro geschenkt, von dem bis heute keiner weiß, wo er herkommt. Und an dieser Stelle mal kurz, stellt euch vor, ihr wärt die Tochter. Euer Vater, der euer gesamtes Leben im Gefängnis gesessen hat, kommt kurz vor eurer Hochzeit raus. Er schenkt euch schönen, teuren Schmuck. 2 Wochen später wird eine stadtbekannte Juwelierin getötet und euer Vater wird als Tatverdächtiger festgenommen. Uff, ich bin mir ganz sicher, dass man im ersten Moment denkt, oh Gott, es handelt sich bei dem Schmuck um den Schmuck aus dieser Tat. Dann checkt man das Datum und man versteht, das kann nicht dieser Schmuck sein. Und als nächstes steht die Kriminalpolizei vor der Tür und fängt an, euch zu verhören und ihr müsst euch erklären und alles rausgeben, was euch dieser Mann je gegeben hat. Die Armreife wurden beschlagnahmt. Eure Nachbarn beobachten euch hinter den Gardinen, während Polizisten euer Haus und den Garten durchsuchen, den Garten umgraben. Euer Bräutigam wird sicher stolz sein, Teil der Familie zu werden. Vor allem, weil Überwachungsmaßnahmen beginnen und ihr auf Schritt und Tritt von der Polizei verfolgt werdet, weil man glaubt, dass ihr vielleicht wisst, wo die Beute oder die Mordwaffe versteckt ist. Und das alles für einen Mann, der euer ganzes Leben lang im Gefängnis saß. Und das ist die Realität eines Lebens als Gangster. Versteht ihr, warum ich so kotzen muss, wenn ich auf Instagram sehe, dass Leute Gangster sein wollen und Frauen sowas noch feuern? Yeah, my boyfriend, he kill people. Dann werden deine Kinder aber auch ohne Vater aufwachsen. Und du wirst höchstwahrscheinlich selbst irgendwann zum Opfer. Eddie wusste das alles und es hat ihn getroffen. Er hat mir erzählt, dass es ihm leid tut, dass seine Familie das jetzt ertragen muss. Aber er konnte ja nichts dafür. Er war ja unschuldig. Irgendwann wurde die Mordwaffe gefunden. Ein anonymer Tipp hat dazu geführt. Es waren keine verwertbaren Spuren dran, die Waffe war gereinigt und in einer Kiste vergraben worden. Wieder glaubten die Cops, dass Ebler derjenige gewesen war, der das Loch gegraben hatte. Es wurde immer enger für die beiden. Irgendwann in diesem Sommer konzentrierte ich mich auch wieder mehr auf mein Training und ich besuchte ihn nicht mehr so oft. Irgendwann bemerkte ich, dass Spechti bei ihm abhing. Der rauchte mittlerweile Kette und konnte so seiner neuen Lieblingsbeschäftigung mit jemandem nachgehen, der in Amberg gewohnt hatte. Die zwei hatten eigentlich sonst nichts gemein. Außer, dass sie beide eben niemals hinausgingen, viel rauchten und sich in Amberg auskannten. Ich dachte mir nichts dabei. Ich hatte viel zu tun. Meine Tante Hanna schickte mir hin und wieder ein Sportpaket und sie schrieb mir, hielt den Kontakt zu meinen Eltern, meiner Mom ging es immer noch nicht sehr gut und mein Dad schrieb keine Briefe. Das war nicht sein Ding, was ich übrigens akzeptiere. Ich hatte zwischenzeitlich auch wieder mit den Dealen angefangen und versteht mich da nicht falsch. Da ging es nicht um große Mengen, ich bekam 5 Gramm die Woche und davon behielt ich 1 oder 2 für mich und die anderen 3 oder 4 verkaufte ich in mini kleinen Teilen, genannt Aufleger. Größer sind die Dinger nicht. Und ich weiß, alle anderen Bundesländer lachen sich jetzt tot, aber im Amberger Knast und später auch in Straubing konnte man so ein Ministückchen für einen Tabak verkaufen. Ohne Mist. Ich beteiligte mich jetzt an dem Ganzen auch nicht irgendwie um Geld zu verdienen, sondern mehr um beschäftigt zu sein und um Kontakte aufzubauen. Natürlich auch, um selber was zu rauchen zu bekommen. Nach meiner Verhandlung habe ich keine Drogen mehr angefasst. Das hatte verschiedene Gründe. Einer der größeren Gründe war, dass ich 13 Jahre bekommen habe und dass man mir gesagt hatte, wenn man mich noch einmal mit Drogen bastelt, würde man mich vernichten. In der U-Haft war mir das damals noch egal. Eines Tages, ich saß gerade auf dem Bett und las, hörte ich es. Da, da, da! Erwischt. Die Zellentür flog auf. Angeblich hätte ich ein Gespräch mit dem Sozialpädagogen. Ich soll mich fertig machen und mitkommen. Okay. Ich hatte zu der Zeit tatsächlich mit ihm zu tun gehabt, also zog ich meine Schuhe an. Übrigens nagelneue Nikes. In Amberg nahm man das noch nicht so genau. Und ich folgte dem Beamten.
Wir gingen nicht zu den Büros, sondern ins Haupthaus. Und ich hätte wissen müssen, was jetzt kommt. Da waren wir schon mal. Dachte aber damals nicht nach. Und erst als die Tür aufging und mir zwei Männer gegenüberstanden, verstand ich. Beide sahen auf den ersten Blick aus wie Cops. Ich werde jetzt nicht beschreiben und ich werde denen auch keine Namen geben, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die immer noch genau dasselbe machen. Und wir wollen da jetzt auch nicht zu tief drin rumrühren. Ne? Die beiden waren von der Mordkommission. Und es ging darum, ob ich bereit wäre, gegen Eduard Ebler auszusagen. Die Stationsbeamten haben den Ermittlern anscheinend mitgeteilt, dass ich regelmäßig Zeit mit Ebler in dessen Zelle allein verbrachte. Es könne ja sein, dass er die Tat mir gegenüber gestanden hatte. Es muss mir klar sein, dass ich meine Informationen nicht für mich behalten darf. Damit mache ich mich strafbar. Drohung. Die Familie des Opfers verdient Aufklärung. Ob mir die denn nicht leid täten? Jetzt appellierten sie an mein Gewissen. Und zu guter Letzt boten sie mir Zucker an. Wir haben uns umgehört und bei ihnen sieht es nicht gut aus. Eine Aussage in diesem Verfahren würde sicher große Pluspunkte in ihrem eigenen Verfahren bringen. Ich lehnte ab. Ich sagte sogar die Wahrheit. Er hat die Taten mir gegenüber immer dementiert. Die Cops waren nicht glücklich damit. Hey Leute, ich hoffe, das hilft mir auch bei meinem Verfahren. Schließlich sage ich die Wahrheit. Sollte das nicht belohnt werden? Oder nur, wenn ich das sage, was euch passt? Das Gespräch war beendet. Es gab nichts zu unterschreiben und ich habe nie wieder von denen gehört. Ich erzählte Eddie, dass die Cops mich nach ihm gefragt hatten, aber da er nie aus seiner Zelle kam, war das nur durch die geschlossene Tür im Vorbeigehen möglich. Ich nahm mir vor, ihm beim nächsten Umschluss ausführlich zu berichten. Ich lag zu dieser Zeit nicht mehr mit Pranas und den anderen in der Zelle. Wie es dazu gekommen ist, erzähle ich euch die nächsten Male. Wichtig ist nur eins. Einige Tage nach meinem Gespräch mit der Mordkommission kam Pranas im Hof zu mir. Hey, Specky Blatt ist heute früh entlassen worden. Was, Mann, warum? Keine Ahnung, diese Blatt, ich glaube etwas... Bla bla bla. Im ersten Moment dachte ich, er hätte über unsere kleinen Sachen ausgeplaudert. Bisschen Weed hier, bisschen Überweisungen, bisschen Sportpakete da. Dann verstand ich. Tatsächlich, einige Monate später bekam Ebler Akteneinsicht. Da kam die Wahrheit ans Licht. Spechti hatte ausgesagt, dass Ebler ihm gegenüber die Tat zugegeben hatte. Ebler hätte sinngemäß gesagt, dass es ihm leid tut, dass die Alte sterben musste. Sie habe sein Gesicht gesehen und gewusst, wer er war. Deswegen hätte er sie getötet. Sinngemäß. Ob Ebler schuld war oder nicht, ist die eine Sache. Aber dass er ganz sicher nicht mit Spechti darüber geredet hat, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Eduard Ebler war über 40 Jahre im Gefängnis gesessen und wenn er Red und mir gegenüber seine Unschuld beteuert, dann wird er niemals einem Kerl wie Spechti gegenüber gestehen. Er wusste, dass es um sein Leben geht. Er war 70. Lebenslänglich würde in seinem Fall definitiv lebenslänglich bedeuten. Er hätte niemals zu Spechti gesagt, dass er der Täter war. Spechti hatte sich seine Freiheit erkauft. Ich weiß nicht, ob man davon sprechen kann, dass es unmoralisch war oder so. Nehmen wir an, er war sich sicher, dass Ebler der Täter war. Dann half er ja sogar dabei, einen gefährlichen Killer hinter Schloss und Riegel zu bringen. Was wäre so eine kleine Lüge dagegen? Schreibt in die Kommentare, was ihr darüber denkt. War es okay, seine eigene Haut zu retten? Oder hättet ihr, wie ich, das nicht getan? Obwohl es nur auf dem Nacken eines mutmaßlichen Mörders passiert wäre. 3 Wochen vor Prozessende fand man Eduard Ebler tot in seiner Zelle. Bei der Obduktion kam heraus, dass er verschiedene Schlafmittel und Antidepressiva genommen und sich mit einer Überdosis Medikamente getötet hatte. Einer der gefährlichsten Männer Deutschlands hatte zuletzt sich selbst umgebracht. Sein Mitangeklagter, die Raupe, versuchte Eddies Suizid natürlich noch zu nutzen und machte zum ersten Mal eine Aussage. Ja, Eddie hätte die Frau erschlagen und er selbst kam später dazu.
Er dachte, es ging um ein ganz normales Geschäft. Er wollte eine Uhr verkaufen. Und als er sich im Laden mit seinem Freund treffen wollte, lag die Frau bereits tot am Boden. Guter Versuch, Malte. Aber das Gericht glaubte ihm nicht. Und man verurteilte ihn zu lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld. Das heißt, mindestens 25 Jahre. Die Raupe bekam an diesem Tag das Urteil, dass er definitiv im Gefängnis sterben würde. Wie gesagt, 5 Jahre später habe ich ihn noch kennengelernt und er war einer der Todgeweihten in Straubing. Ich habe diese Geschichte damals live miterlebt und ich hätte so viel lernen können. Dennoch war auch ich jahrelang weiter auf meinem Pfad der Zerstörung. Aber wo ich die Woche so über alles drüber geschaut und alles aufgeschrieben habe, vielleicht ist es wirklich so, dass das Schicksal dieser beiden alten Männer seinen Anteil daran hat, dass ich ihnen am Ende doch nicht in den Untergang folge. Eddies Tod sollte mir eine Lehre sein, aber so weit waren wir noch nicht. Noch lange nicht. Aber eins ist sicher, das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, erzählt euren Freundinnen davon, teilt die Folge, kommentiert drunter. Zum Schluss möchte ich mich noch bei all den Mitgliedern auf dem Kanal bedanken. Euer Support, eure Unterstützung macht es hier alles möglich. Und ganz besonders bedanke ich mich bei den Produzenten dieser Folge, den Bossen der Bosse. Chris Stixel, Machiko, checkt übrigens seinen Channel aus. René Häusl, Tuso, Max Klinke, J. Pendragon, Suntrax.de, Richard W., Miss Teeny Bell und Michelle Rossi. Vielen Dank für die leckere Schokolade. Alles aus der Schweiz. Ich habe mich sehr gefreut. Grüße gehen zurück in die Schweiz. Leute, ich bin raus. Bis ich 13 Jahre geschnappt habe? Ja, sag mal, ja. Echt? Ja. Krass. Ich habe 13 Jahre Knast bekommen. Geschnappt? Ja, Knast halt. Ich habe Knast. Ich habe 13 Jahre bekommen. Ah, ja, wenn man bekommen sagt, klingt so, als hätte es einem jemand anders gegeben. Wenn man geschnappt sagt, dann klingt es, als hätte man selbst was dafür getan. Ja. Ja, siehst du mal.